Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale Update News. Sind wir mal wieder Balancing-Änderung reingekommen. Habt ihr gestern sicherlich mitbekommen. In meinem PS-Eingang ist eine Nachricht von wegen neues Balancing. Nichts super krasses, will ich einmal durchgehen. Und vor allen Dingen will ich mit euch mal ein paar Update-News durchgehen. Weil vor allen Dingen ist es nicht ja nur das Balancing, es soll ja ein neues Update rauskommen. So, bevor wir zum Update kommen, erstmal gehen wir kurz durch. Riese Schaden um 5% reduziert. Aktuell ist ja Riesen-Poison sehr beliebt, ne? Sprich, Gift und Riese ist eine sehr beliebte Kombination. Wird sehr oft gespielt. Und der Riese macht jetzt 5% weniger Damage. Ich hätte eigentlich lieber den Poison genervt. Der Radius von Poison ist echt riesig und eigentlich ist das Problem, denn der Riese ist ja schon ewig im Spiel. Bisher war der nie so super heftig wie aktuell. Aber viele empfinden nun mal den Riesen als OP, weil der ist ja der, der den Damage aufsaugt und nach vorne geht und den Poison wird meistens ignoriert, weil er wie soll man sagen, der sieht nicht gefährlich aus. Wenn der Poison so steht, denken die Leute, ach ja, der macht ein bisschen Damage, dauert ja 10 Sekunden, bis er den Schaden macht. Deswegen wirkt er vielleicht nicht so furchteinflößend wie eine Rakete oder vielleicht der Feuerball. Der Feuerball macht ja genauso viel Schaden. Wut auf 2 Elixier verringert, dafür etwas weniger Effekt, also mit weniger Stärke und weniger Laufzeit, 2 Sekunden. Aber mit 2 Elixier kann das eine sehr gute Karte sein. Ohne Scheiß. 2 Elixier für den Wut verbessert eure Einheiten fast um das Doppelte. Aber mit nur 2 Elixier macht ihr echt enorm mehr Schaden und das kann echt was werden. Unter anderem auch, weil der Holzfäller ja seinen Wut hat. Meine Befürchtung dadurch ist aber, dass der Holzfäller wieder mal nutzlos wird. Ne? Der Holzfäller hat aktuell noch nicht wirklich so den perfekten Stand. Der ist recht schwach, beziehungsweise nicht so perfekt. Der Mini-Packer ist immer noch sehr viel bevorzugter. Aber jetzt, wo der Wut 2 Elixier kostet, werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, ja, wozu brauche ich den Lumberjack, wenn ich den Wut auch für 2 Elixier kriege? Beim Lumberjack kannst du ja nicht kontrollieren, wann dein Wut losgeht. Und mit 2 Elixier hast du auf jeden Fall mehr Kontrolle. Und deswegen habe ich so die Befürchtung, dass die Leute wieder mal vom Lumberjack zum Wut wechseln werden. Die nächste Änderung betrifft den Holzfäller. Wut um 30% verringert. Sprich, das gleiche wie beim Wutzauber oben. Spiegelt sich wieder. Und das ist wahrscheinlich die größte Änderung. Und die wahrscheinlich am meisten Sorgen macht. Spiegel wird nun ein Level dazu bringe und nicht abziehen. Sprich, wenn ihr ein Level 1 Legendary spiegelt, dann wird ein Plus 1 Level bekommen. Das heißt, ein Level 2 Legendary wird gespiegelt. Aber das gilt nur unter Turnierregeln. Das heißt, er muss Level 4 sein. Sprich, mit einem Level 4 Spiegel könnt ihr ein Level höher machen. Und wenn ihr dort dann eine Level 9 Einheit aussetzt, das ist ja der Maximallevel im Turnier, dann wird diese Einheit Level 10 haben. Sprich, im Turnier könnt ihr mit dem Spiegel wirklich Einheiten holen, die ein Level mehr haben, als es im Turnier wirklich erlaubt ist. Und das ist wirklich schon wieder einzigartig. Das ist echt einzigartig. Und in einem normalen Arena, wenn du dort ein Maximum-Level-Spiegel hast, sprich Level 8, werden die wenigsten von uns haben, dann kannst du nochmal auch genauso ein Level draufklatschen. Sprich, der Maximallevel bei Epic-Karten ist ja 8, ne? Ein Level 9 gibt es nicht, man kann gar nicht auf Level 9 upgraden, aber mit dem Spiegel könnt ihr eine Level 9 Einheit zaubern. Und das ist heftig, das kann echt einiges bewegen in dem Spiel, beziehungsweise auch ändern und bringt vielleicht so den Spiegel wieder in die Meta zurück, dass die Leute den spielen. Blitz lähmt nur 0,5 Sekunden, genau schon so wie der Zap-Zauber, der Knall. Kampfholz kriegt einen Buff und pusht jetzt alle Einheiten zurück. Sprich, Sparky, Königsriese, Riese, also wirklich alle Einheiten drückt es nun weg und verschafft euch wertvolle Sekunden. Ob das die Rettung dieser Karte ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe auch das Gerücht gelesen, dass er die nicht nur wegpusht, er soll die auch resetten. Mit Reset heißt, wenn der Prinz zum Beispiel Anlauf nimmt, denn er macht ja dann irgendwann doppelten Schaden, wenn er schneller wird. Mit dem Kampfholz könnt ihr den zurückdrücken und dann würde wieder zurückgesetzt werden. Genau schon wieder Knall. Mit dem Knall könnt ihr auf den Prinz ja draufknallen. Zack, fängt er wieder an, seinen Anlauf anzunehmen. Ne? Das gleiche auch beim Sparky, das gleiche auch beim dunklen Prinz, das gleiche beim Inferno, bin ich mir nicht so sicher. Also Knall ja, aber nicht Kampfholz beim Inferno, das weiß ich nicht, bezweifle ich ein bisschen. Bomber kriegt 2% mehr Damage und 2% weniger AB. Bomber ist für mich eine der besten Karten von Arena 5 bis 7. Ich habe euch ja Videos rausgebracht, wo ich nur den Bomber benutzt habe von Arena 1 bis 7. Eine der besten Karten für diese Arena. Es gibt sehr wenig Konter, der macht super viel Damage und der kriegt jetzt noch 2% mehr, weil den keine Sau benutzt. Und weil den keine Sau benutzt, könnt ihr den benutzen und dann habt ihr einen... Was passiert denn da? Und wenn ihr den benutzt, dann habt ihr eine coole Karte. Wie gesagt, der Damage ist echt high von dem Ding. Der kann Barbaren abwehren, der kann Kleinvieh abwehren, der kann echt viel abwehren. Er ist unscheinbar, den benutzt keine Sau. Gerade in den späteren Arenen benutzt den keine Sau. Und deswegen wird er immer wieder gebufft und er wird immer besser. Und mich freut's, weil ich mag den. Ich mag den Kleinen. So, das sind erstmal die Änderungen, die Supercell angekündigt hat. Stand gestern, ne? Also gestern wurden die Änderungen angekündigt. Und das Sneak Peek ist rausgekommen. Heute ist jetzt das Sneak Peek rausgekommen. Ich pack mal das in dasselbe Video rein wie das Balancing-Ding. Und holy shit, 2 neue Kisten. Zwei neue Kisten kommen in das Spiel rein. Einmal eine Legendary-Kiste und einmal eine epische Kiste. Wie der Name schon sagt, die Legendary-Kiste wird eine einzige Legendary aus allen möglichen Arenen enthalten. Die epische Kiste wird nur epische Karten enthalten. Das heißt, man kann jetzt epische und Legendary noch um einiges einfacher bekommen. Und soweit ich gehört habe, kann man diese Kisten nicht kaufen. Man kann die nicht im Shop kaufen, man kann die nur
gewinnen, indem man zufällig eine gedroppt bekommt nach einem Matchfight. Einige haben auch gesagt, es wird in den Zyklus eingebaut. Ne? Man hat ja diesen 230-Kisten-Zyklus, wo die Karten kommen. Und in diesem Zyklus ist einmal jeweils von diesen Kisten wohl eine von denen drinne. Ich habe keine offiziellen Infos jetzt auf die Schnelle gefunden, aber auf jeden Fall neue Legendary-Kiste mit neuen Legendaries. Ich habe jetzt keine weiteren genauen Infos gefunden, aber das würde auf jeden Fall heißen, dass jeder nun eine Chance hat auf eine Legendary. Solange er Matches spielt und Kisten bekommt, dann würde auf jeden Fall irgendwann mal eine Legendary-Kiste kommen. Und wenn die im Zyklus eingebaut ist, wird die wahrscheinlich nicht so lucky sein wie die Super Magical Chest. Ne? Die Super Magical Chest ist ja noch um einige seltener, ist nicht im Zyklus drin, aber alle anderen Kisten sind ja im Zyklus drin, wie die Magiekiste und die Riesenruhe und die Legendary-Kiste ist jetzt auch drin. Und somit ist es nun definitiv sicher, dass am 19.09. das neue Update rauskommt. Sprich, am Montag erhalten wir ein neues Update mit neuen coolen Sachen. Sicher steht noch fest, dass der Trainingsmodus wohl überarbeitet wird, da wir sollen es ein paar neue Schwierigkeitsstufen geben. Man kann die Emojis ausblenden, das weiß man ja auch schon, das sollte es auch definitiv geben. Und Supercell hat gesagt, es wird den Turniermodus umbauen. Inwiefern die den umbauen und ob das jetzt schon wirklich in dem Update drin ist oder vielleicht erst im nächsten, weiß ich nicht. Wäre aber auf jeden Fall cool, wenn die den Turniermodus ausbauen, weil aktuell finde ich es kacke, dass man wirklich 1 bis 2 Stunden ganze Zeit ein Match zocken muss, nur um dieses Turnier halbwegs mitzuhalten. Und wenn man gerade keine Zeit hat, verkackt man quasi im Turnier. Und das finde ich schon eher ätzend, deswegen spiele ich sehr selten Turniere, mir fehlt die Zeit dafür. Neuer Turniermodus wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall bin ich super hyped auf die Legendary-Kiste. Ich habe keinen Developer-Account. Hätte ich jetzt einen Entwickler-Account, so wie die meisten anderen YouTubern, könnte ich euch jetzt zeigen, wie man das öffnet, aber Supercell will mir keinen geben oder die mögen mich nicht. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht beleidige ich das Spiel ein bisschen zu oft. Ey, wenn mir was nicht gefällt an dem Spiel, dann sage ich das auch, aber anscheinend verweigere ich mir damit durch den Developer-Account. Wir können ja mal einen neuen Hashtag ins Leben rufen. Supercell, gibt's denn Clash Royale Developer-Account, Hashtag irgendwas noch dahinter. Developer-Account for Stan, Hashtag. So machen wir das. Auf jeden Fall bin ich super hyped. Es kommen jetzt die Tage immer wieder mal Videos raus zu den einzelnen Sneak Peeks und am Montag kommt natürlich auch das Video zu einem neuen Update raus. Ich bin super hyped drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir mal runter in die Kommentare, wie hyped ihr drauf seid. Und mit Sicherheit kommen wieder neue legendäre Karten in das Spiel rein. Allgemein neue Karten kommen in das Spiel rein. Es kommt wieder ein bisschen neue Würze rein und ein bisschen mehr Schmackes. Boom, damit es mehr Spaß macht. Hinterlasst mir einen Daumen hoch für diesen Sneak Peek und abonniert mich, wenn ihr keine weiteren Update-Infos verpassen wollt und gebt mehr Flasse.